Servus, Leute! Ja, ich muss den Sound testen. Willkommen zurück zu Dark Souls 2, Scholar of the Forsaken. Wir sind das letzte Mal durch so eine Höhle gegangen mit bösen Statuen, mit bösen roten Augen, wo ich zuerst dachte, dass sie mich vergiften, aber sie haben irgendwas anderes geschossen, was mich eventuell versteinern könnte. Bin jetzt hier bei dieser Nebelwand und wahrscheinlich wird dahinter ein Boss warten. Deswegen werde ich zwar verschwenderisch jetzt sein, aber nur zur Sicherheit. Und ich werde auch getrocknete Wurzel. So. Oh, drei. Okay. Ich sehe da hinten Bogenschütze. Ich sehe zwei Typen. Rennen wir hinterher, oder? Ja. Da ist der Bogenschütze. Zuerst bist du dran. Oh. Bleib mir vom Hals. Oh, die anderen beiden kommen. Ja! Verdammt. Ich bin unten. Warte, was machst du hier? Ja, geil. Komme ich da wieder hoch? Ja. Okay, wo ist der Rest? Ja, da ist der Bogenschütze. Moment, du bist gerade allein. Hör auf. Kacke. Ja. Bin ja schon weg, bin ja schon weg. Das war, glaube ich, blöd, oder? Ja, natürlich war das blöd. Warum kriege ich nicht mehr Lebenskraft? Ah, der rennt mir hinterher. Okay, alle drei sind noch da. Das sind solche Typen, die mir die Ausdauer rauben. Kannst du nicht Bogenschießen? Okay, wieder weg. Okay, da ist so ein Havelverschnitt und ein Bogenschütze. Aber was ist der letzte? What the? Dein Drachentöter Großbogen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Verdammte Scheiße. Ihhh. Schneid mir nicht den Weg ab. Der schneidet mir den Weg ab, ich sehe es genau. Na, warte. Es ist ja da unten. Ich wollte eigentlich Laufangriff machen. Nein, verdammt. Aber wenigstens habe ich jetzt gesehen, dass ich wieder volle Lebenskraft habe. Okay, der rennt hinter mir. Der da oben. Die rennen mir hinterher. Wow, der Bogenschütze. Okay, der ist weg. Okay, wie mache ich das jetzt? Zwei Nahkämpfer. Der eine hat so eine Havelrüstung und der andere, den habe ich noch nicht genau erkannt. Ich glaube, der hat einen Säbel. Ja, hat er. Ah, verdammt. Ich muss die beiden irgendwie trennen. Ja. Mit der Havelrüstung, der ist Brocken, weil der hat sich gerade geschützt. Ich glaube, ich sollte echt das hier verwenden in dem Bosskampf. Ist, glaube ich, besser als der ist das Flakon. Rein, 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 rein.
Und gleich nochmal. Ah, das war blöd. Egal, egal. Okay, die sind beide weit genug weg. Noch ein Schlucken. Egal, egal, ein Schlag reicht. Ich frage mich, ob ich die Typen auch backsteppen kann. Yeah. Ich will keinen anvisieren. Scheiß Stalagmit. Gut, nochmal zum für zwischendurch quasi. Okay, der mit der Havelrüstung, der ist hinter mir, den will ich nicht. Betrübte Grabräuberin. Naja, wie eine Grabräuberin sieht das nicht aus. Ah. Ja, ich renne erstmal ein bisschen im Kreis, um den Plan zu überlegen. Weil der mit der Havelrüstung, der ist schon ein bisschen giftig auf mich. Okay, ein Schlag und danach erstmal ordentlich schlucken. Ich habe eingesetzt. Bräuchte den anderen da, den schnellen. Ja, genau, den da. So, ich habe wieder volle Lebenskraft, alles klar. Das heißt, ein Schlag wieder. Geht in Ordnung. Oh, das war ein Double. Ein Double. Das war Gold wert gerade. Oh. Was? Der kann Flakons trinken. Okay. Ich hoffe, ich kann dich backstabben. Ja, kann ich. Boah. Ja. Nein. Nein. Das war doch so knapp, verdammt nochmal. Ja, sauf du noch. Scheiße, Mann. Das war so gut, das wäre fast First Try gewesen. Wie bei Weltstadt. Den hätte ich auch fast First Try geschafft. Okay, immerhin die Taktik funktioniert. Erstmal den Bogenschützen ausschalten. Und danach... ja, die beiden. Erst den schnellen, dann den... Okay. Alles souverän bleiben. Wehe, du saust was. Hallo, hör auf. Ob ich da einfach reinrennen kann. Hallo? Hallo? Hört auf! So, ich hoffe, die kommen mir nicht hinterher. Wenn doch, habe ich ein Problem. Warum balle ich das Teil eigentlich ab? Das muss ich doch gar nicht killen. Okay, die scheinen mir nicht hinterher zu kommen. So. So. Sie beide gleichzeitig, ja super.
Nicht mich erstechen. Ich wollte eigentlich backsteppen, aber egal. Ja, jetzt. Ach, scheiß drauf. So. Auf den muss ich aufpassen. Weil sonst macht er so einen Bockmist und ich falle auch noch volle Kanne drauf rein. Das ist ja das Lustige an der ganzen Sache. Hört auf. Lass mich in Ruhe. Da liegen meine Seelen. Die sammle ich später ein. Falls ich überhaupt so weit komme. Hallo, na? Diesmal habe ich abgewehrt, Freundchen. Okay, das war schon mal der erste Schlag, der daneben ging. Wow. Was zum? Zwei Bogenschütze, ich hab's genau gesehen. Hau ab von mir. So. Bogenschütze. Ich greife den Falschen an, ich greife den Falschen an. So, jetzt rennen sie alle hinter mir her. Perfekt eigentlich. Bogenschütze. Ja, da sind sie. Ah, ich habe keine Wurzel gefressen, verdammt. So, jetzt muss ich gucken, wo ist der Bogenschütze? Da ist er. Ja. Ist natürlich schön bescheuert, dass ich die Wurzel nicht gegessen habe. So, wieder im Vorbeigehen ein Schlag. Ey, hau ab von mir. Du sollst schön Schütze spielen. Da ist er wieder. So. Der rennt mir schon wieder hinterher. Was steht da, alter Erkunder? So, ich dachte schon, alter Erkunder Serax. Serax, du bist ein Dark Souls-Gegner! Nein! Du wirst schön im Vorbeigehen weggeschnetzelt. Die anderen beiden muss ich dann so irgendwie erledigen. Da ist er. Komm her! Kacke! Ja. So, wo ist der Bogenschütze? Rennt er mir hinterher? Ne, da rechts ist er. Da. Komm her! Gut, erster ist weg. Jetzt wird's lustig. Haben wir einmal diesen Havel. Dann haben wir diesen kleinen da. Nein, 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 nein. Das war schon wieder sehr, sehr knapp. Viel zu knapp. Okay, weiterrennen, weiterrennen, weiterrennen. Noch ein Schlucken. Schneidet der mir gerade den Weg ab, dieser Sack? Ich wollte es versuchen. Hätte ja klappen können. Aber leider ist das nicht so einfach. Mit der Armbrust, da weiche ich sie viel zu sehr aus. Vielleicht sollte ich sie hier auf der Brücke bekämpfen. Okay, es war ein Stuch. Gar nicht mal so schlecht. Ich könnte sie echt hier bekämpfen, weil hier können sie nichts dagegen machen. Oder fast nichts. Ich sollte nicht überheblich sein, sonst. Ich kenne mich, ich bin viel zu überheblich.
Und gerade in einem Spiel wie Dark Souls rächt sich das sehr, sehr schnell. Mach was. Daneben! Der war gut. Immer wieder so eine Runde drehen, immer bei der Brücke stehen bleiben, kurzen Angriff machen. Wenn man selbst Schaden nimmt, schön so einen Glühstein essen. Oh oh. Keine Ahnung, was das gerade für eine Aktion war, aber... Oh, der ist ja schon zu nahe. So. Havelverschnitt. Mach was. Ah, verdammt, er hat mich getroffen. Okay. Wieder für zwischendurch einmal. Kacke! Renn, 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 weg, 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 weg! Scheiße, der hat nachgedacht. Das ist wohl doch kein hirnloser Ochse, wie ich dachte. Okay. Ist der Schnelle. Okay. Sprungangriff geht auch. Oh nein, Havel kommt. Ich weiß, es ist nicht Havel, aber... Moment, kann es sein, dass das dieser Wag ist? Na, jetzt mach danach. Ja, das ist Wag. Alter Soldat Wag. Oder Warg, oder... Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Igitt! Ja, 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 ist ja schon gut. Hör auf durchzudrehen. Kann sein, dass der gerade umgedreht hat. Ja. Kacke. Oh, oh. Ich riskiere definitiv zu viel. So. Hau ab von mir! Hat er gerade sein Flakon gesoffen? Das kann ja lustig werden. Weil ich glaube, Vark hat ein Estus-Flakon, den er nutzen kann. Ist er Graberäuberin nicht? Sie tot? Ja, ist sie. Gut, er ist der Letzte. Er hat abgewehrt. Jetzt, du gegen mich. Sauf du nur. Muss überlegen, weil jede Aktion muss jetzt gut überlegt sein. Seht ihr, sonst macht er sowas und dann tötet er mich damit. Ja, sauf du? Ja, sonst passiert sowas nämlich. Ja, ich nehme auch. Ich frage mich, wie viele Flakons der hat. Aua! Fuck it. Ich wollte ihn backstabben. Ja! Macht das Schaden! Tschüss! Glitzerndes Titanit, fossiler Drachenknochen und Titanitscholle.
und einen ganzen Haufen Seelen. Der Bosskampf hat Spaß gemacht, aber der war irgendwie einfach. Vorne sind noch mehr von den Viechern. Den Statuen. Na ja, egal. Wenn die mich jetzt versteinern, dann raste ich aus. Hört auf zu spucken. Mistviecher. Das war bestimmt nicht der Hauptboss. Schwarzkrautbalsam. Schwarzkrautbalsam. Mit Intelligenz. Ich finde die ganze Zeit nur so komische Balsam-Dinger. Blumenrock. Ich kann mir schon vorstellen, wie es aussieht, aber gucken wir es uns mal an. Magierrock. Blumenrock. Rock eines unbekannten Troubadours. Soll es sein. Seine Robustheit strafft sein äußeres Lügen. Troubadoure wissen sich mit ihren Künsten größtenteils selbst zu helfen, benötigen aber dennoch manchmal einen Beschützer. Das atemberaubende Blumenarrangement des Rocks soll die Aufmerksamkeit eines Kandidaten für diese Stellung erwecken. Na gut, Bullshit. Wesentlich besser. Weh, ich werde jetzt gekillt. Sulva, Stadt des Heiligtums. Das kennen wir doch schon. Hier waren wir doch schon. Ich bin Leuchtfeuer. Alles klar. Die scheint echt zu sein. Dunkles Großschwert. Das klingt stark. Sie ist zum Glück sortiert. Also die Schwerter sind oben und danach kommen Äxte und so weiter. Ah, das da finde ich geil, dieses mysteriöse Steinschwert. Dunkles Großschwert, dunkles Großschwert. Du. Welche Handaxt? So ein tiefes Spiel. Wo ist es? Meine ich. Bin ich blind? Hoppla. Ein dunkles Großschwert hieß es. Ich habe mich nicht verlesen. Schwert. Ultra-Großschwert. Hä? Menschentöter. Was ist denn das dunkle Großschwert? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Waffe war. Zauber vielleicht?
Oh, wie viel dieser Tode. Dunkles Großschwert, das ist eine Hexerei, okay. Aus einer alten Zauberei entwickelte Hexerei führt die Finsternis wie ein Schwert. Die Natur der Dunkelheit ist still, doch diese Hexerei erzeugt ein konzentriertes Schwert der Dunkelheit von untypischer Brillanz und Schärfe. Okay. Mit meinen 80.000 Seelen. Fackel. Ah, da muss ich rüberspringen. Und ich wette, ich fehle jetzt. Ha! Fast. Nicht so weit! Ah! Ich bin so blöd. Warum mache ich es nicht einfach so? Da bereite ich mir selbst ein Herzkasper, aber es muss gar nicht sein. Gut, der Boss wäre erledigt. Okay, damit. Oh nein, es lief schon wieder so flüssig. Und die Zeit blieb kurz stehen. Okay, dann werde ich den Part hier beenden, weil ich glaube, sonst wird es asynchron. Das war Dark Souls 2, Skull of the First Sim. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.